Der Audi Star Talk. Heute aus dem Audi-Zentrum München-Albrechtstraße. Zu Gast Champions League-Sieger Thomas Linke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Audi Star Talk. Der vergangene Samstag war. Dankeschön. Der vergangene Samstag war, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aus Sicht des deutschen Fußballs ein trauriger Samstag. Der FC Bayern hatte die große Chance, als erster Verein überhaupt in einem Finale zu Hause den Champions League Pokal zu gewinnen und hat es auf dramatische Art und Weise nicht geschafft. Wir wollen das heute nachbeleuchten mit einem Mann, der mit dem FC Bayern wirklich alles gewonnen hat. 2001 war er mit dem FC Bayern Champions League Sieger. Er war aber auch schon 99 beim großen Drama von Barcelona dabei. Er ist 5-mal Deutscher Meister mit dem FCB gewesen, 3-mal Pokalsieger. Er war Vize-Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft und hat obendrauf mit Schalke 1997 den UEFA-Pokal gewonnen. Eine lange Liste. Guten Abend dem Sportdirektor des FC Ingolstadt, Thomas Linke. Guten Abend. Thomas. Ich glaube, doch, weil wir ja heute die Sendung in München aufzeichnen. Viele Fans haben nicht vergessen, was sie für den FC Bayern auch geleistet haben. Unter anderem, ihr habt gerade schon gesagt, 99 das Drama mitgemacht und dann 2001 ja auch ein Elfmeterschießen. Und sie haben damals den 5. und letzten Elfmeter für die Bayern geschossen. Es war der letzte, aber es war der 7. Es war der 7, genau. Der letzte Elfmeter für die Bayern. Und der Kollege Schweinsteiger hatte ja eine relativ ähnliche Situation, so will ich es mal nennen. Wie sehr haben Sie mit ihm speziell jetzt auch mitgefiebert? Sie haben es, glaube ich, im Stadion gesehen, das Spiel. Ja. Haben Sie so ein bisschen auch gespürt, oh, das wird eng? Kann man das spüren? Ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass Bayern die klar bessere Mannschaft ist und dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass man das Spiel gewinnt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wurden so viele Chancen auch weggelassen, wo so ein bisschen das Gefühl war, die letzte Überzeugung fehlt. Der verschossene Elfmeter in der Nachspielzeit in der Verlängerung ist natürlich bitter. Und im Elfmeterschießen ging es ja eigentlich auch gut los. Das erste Mal, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, Unsicherheit herrscht, war beim Olic. Wenn man den Anlauf so verfolgt hat, der sich dann nochmal hingestellt hat und anders positioniert hat, da habe ich schon gedacht, hoffentlich halten die Nerven. Und beim Schweini habe ich eigentlich gedacht, das ist ein sicherer Schütze, aber wo er dann den Anlauf stoppt, was eigentlich nicht erlaubt ist, nochmal muss der Elfmeter wiederholt werden, weil es in einem durchgelaufen werden muss. Da zweifelt man auch. Man muss sagen, der Tschech war bei jedem Elfmeter in der richtigen Ecke. Können Sie uns vielleicht mal erklären, weil Sie sind mit Sicherheit der Einzige hier im Raum, der schon mal in einem Champions-League-Finale einen Elfmeter geschossen hat, wie das ist, der Weg dorthin sozusagen von der Mittellinie, was geht einem da durch den Kopf, denkt man überhaupt? Also ich kann das ja nur für mich sagen und ich habe in meiner Karriere nicht allzu viele Elfmeter geschossen, ich glaube es war sogar der Einzige, zumindest der einzig Wichtige. Ich hatte den Vorteil, dass wir mit Schalke im UEFA Cup im Elfmeterschießen auch in Mailand gewonnen haben. Und von daher bin ich eigentlich mit einem sehr, sehr sicheren Gefühl dahin gegangen. Also es gibt mit Sicherheit Tage, da denkst du, das Tor wird immer kleiner. Ich war mir eigentlich absolut sicher, dass ich den Ball reinhaue. Aber ich war, glaube ich, auch der Einzige im Stadion, der sich da sicher war. Alle anderen haben weggeguckt und souverän verwandelt. Und man nimmt dann den Ball und denkt man dabei oder ist man in Trance? Hat man den Tunnelblick? Wie funktioniert das? Nee, du gehst schon hin und überlegst dir, was machst du? Und, ist ja ein langer Weg. Ist ein sehr langer Weg. Schweini hat mal gesagt, zwischendurch in Madrid hat er seine Eier weg und verloren und dann waren sie wieder da. Ich glaube, diesmal war es andersrum. Ja. Ich habe mir überlegt, was ich mache. Ich glaube, du musst als Schütze, entweder hast du eine Ecke, wo du sagst, ich bin mir sicher, ich hau den Ball in die Ecke, oder du versuchst, einen Torwart auszugucken. Und ich habe eigentlich versucht, den Torwart auszugucken. Hat ja Gott sei Dank geklappt, sind wir auch alle ganz froh drum. Und dann hat Oliver Kahn, ich glaube, gegen Pellegrini dann den... Ist aber auch eine lustige Geschichte. Ich wusste genau, dass der den verschießt. Weil direkt nach Schlusspfiff geht der Pellegrini, geht zum Oliver Kahn und will das Trikot tauschen. Also für mich stand fest, in dem Moment... Wenn der einen Elfmeter schießen muss, der hat keine Konzentration mehr. Der hat abgeschalten. Und er war wahrscheinlich auch nie als Elfmeterschütze vorgesehen, genauso wenig wie ich als Elfmeterschütze vorgesehen war. Ja, und dann kam es halt dazu, dass noch ein, zwei mehr schießen mussten und er kam dran. Ja, vielleicht hat er sich gedacht, wenn er verschießt, kriegt er ganz sicher das Trikot. Das hat er gewonnen.
Mich würde mal interessieren, das haben sich viele gefragt, warum war es so schwierig, offensichtlich für Jupp Heynckes, überhaupt genügend Schützen zu kriegen? Das musste ja Manuel Neuer dann schon, ich glaube, als Dritter antreten. Haben Sie sich da nicht auch ein bisschen gewundert, dass so viele Spieler sich da auch versteckt haben? Ich habe am Tag danach irgendwo ein Interview zugetragen bekommen vom Jupp Heynckes, der gesagt hat, da wollte keiner Elfmeter schießen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl auch, was du im Spiel hast. Die letzte Überzeugung beim Abschluss, es waren ja viele Möglichkeiten da, aber so die letzte Überzeugung im Abschluss hat mir gefehlt. Und das ist dann auch bezeichnend, wenn man hört, dass keiner einen Elfmeter schießen wollte. Timo Schuck hat sich sogar aktiv geweigert. Ja, ich meine, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, ja, da hinzugehen und einen Elfmeter zu schießen. Aber wenn dann gar keiner gehen will, dann ist das auch irgendwo bezeichnend, ja, dass die letzte Überzeugung fehlt. Und da kann man über einen Robben sagen, was man will. Der hat zwar den Elfmeter verschossen, aber aus meiner Sicht einer der wenigen, der versucht hat, Verantwortung zu übernehmen und auch im Spiel immer wieder mit seinen Dribblings versucht hat, irgendwas zu entscheiden. Dass natürlich gerade der den Elfmeter verschießt, ist natürlich bitter. Jetzt ist es ja so, dass Sie in einer sehr großen Mannschaft gespielt haben. Die Mannschaft, die 99 erst dieses schreckliche Drama hatte von Barcelona und dann aber 2001 in Mailand das Ding klar gemacht hat, das ist eine große Mannschaft, das ist unbestritten. Wenn Sie die heute sehen und vielleicht jetzt auch an den Satz denken von Uli Hoeneß, mir fehlen, sagt er, so ein bisschen diese Siegertypen, mir fehlen diese Typen wie Jens Jeremies, die glaube ich schon beim Reinlaufen quasi hier, der schon beim Einlaufen den Gegner in die Wade beißt. Geht es Ihnen ähnlich wie dem Uli? Haben Sie auch so ein bisschen das Gefühl, es fehlt so die letzte Siegermentalität, es fehlt dieser Mannschaft an Siegertypen? Naja, also wenn man das Elfmeterschießen gewinnt, dann ist alles gut und man hat diese Siegertypen und jetzt hat man sie nicht. Also ich sag, die letzte Überzeugung hat wahrscheinlich gefehlt. Auf der anderen Seite, das ist so viel, entscheidet zwischen Sieg und Niederlage. Und wenn das Elfmeterschießen gewonnen geht, haben wir nur Siegertypen. Also ich glaube, der Unterschied zwischen beiden Mannschaften ist ganz einfach, dass wir als Mannschaft sehr, sehr gefestigt waren, einen riesen Willen hatten, aber vielleicht nicht die fußballerische Qualität von einem Robben oder einem Ribéry. Diese Individualität, die ging uns vielleicht ein bisschen verloren. Dafür haben wir ein bisschen mehr kompensiert über Teamgeist vielleicht, weiß ich nicht, aber auch über Kampf und Überzeugung. Was dem FC Bayern jetzt am Ende dieser Saison bleibt, ist natürlich mit das Schlimmste, was man hier in München eigentlich erleben kann, nämlich immer nur Zweiter geworden zu sein. Dreimal Zweiter am Ende eines langen einjährigen Weges. Enrico Wolski. Vize-Weltmeister und Champions-League-Sieger Thomas Linke heute bei uns im Audi Star Talk. Und wir wollen so ein bisschen auch natürlich Vergleiche ziehen zwischen damals und heute, so lange ist das ja noch gar nicht her. Damals klingt immer so, als wäre schon ewig, es sind immer gute 10 Jahre her. Mir ist ein Vergleich heute noch aufgefallen, und zwar 2001 war es ja so, dass ihr mit der Mannschaft damals nach Mailand gefahren seid, aber mit sehr viel Rückenwind, weil ihr hattet gerade die berühmte Meisterschaft der Herzen gewonnen, in so einem Herzschlagfinale gegen Schalke euch durchgesetzt. Ist das vielleicht genau das, was dem FC Bayern diesmal auch gefehlt hat, dass man eben mit dem Rückenwind einer 2-5 Pokalpleite gegen Borussia Dortmund in so ein Spiel geht und dass einem dadurch vielleicht auch die entscheidenden 2-3% Selbstvertrauen fehlen? Ist anzudenken. Also es könnte sein. Natürlich ist es schöner, wenn man ein Finale gewinnt und dann Selbstvertrauen mitnimmt, wie wir damals aus der Meisterschaft. Aber ich glaube, die Meisterschaft für uns damals hat für die Champions League überhaupt keine Rolle gespielt. Also wir haben dieses Drama 99, das hat uns so zusammengeschweißt. Also der hätte kommen können, was wollte. Wir hätten uns da zerrissen in dem Finale und das hat diese Mannschaft auch versucht. Ja, also diese Mannschaft hat ja einen guten Fußball gespielt. Ja, alles gegeben auch, das muss man wirklich sagen. Und man ist halt gescheitert daran, dass man es nicht geschafft hat, die vielen Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Weil dann wäre das Spiel auch in 90 Minuten schon entschieden gewesen. Man hat halt gerade vom Punkt sich auch schwer getan. Nicht nur natürlich im Spiel viele Möglichkeiten vergeben, sondern eben auch vom Punkt versagt. Das ist eigentlich relativ untypisch. Deutsche Mannschaften haben sehr oft in Elfmeterschießen, egal ob Nationalmannschaft oder Verein, auch gewonnen. Und wir haben mal einen Diplompsychologen und Coach für Zielerreichung heute in unsere Sendung eingeladen, den ich auch sehr herzlich begrüßen möchte, nämlich Herr Jens Korsen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Komm mal rein. Herr Korsen, wir alle haben uns natürlich gefragt,
wie kann man den Jungs irgendwie helfen? Das ist ja eine furchtbare Geschichte, so einen wahnsinnig wichtigen Elfmeter zu verschießen. Und jetzt haben wir uns natürlich spontan die Frage gestellt, Sie sind jemand, der Manager, der Menschen auch trainiert und ihnen beibringt, wie sie vielleicht noch mehr Erfolg aus sich herausholen können. Gibt es Methoden, auch psychologische Methoden, wie man ein Elfmeterschießen besser im Griff hat? Naja, man muss erst mal anfangen, sich mit Niederlagen zu befassen. Und wenn man weiß, dass man Leistungssportler ist, dann hat man die Niederlage mitgekauft. Den Sieg und die Niederlage. Und ich glaube, in unserer Leistungsgesellschaft müsste man allgemein es lernen, mit den Emotionen, mit den negativen Emotionen besser umzugehen. Das ist immer nur Sieg, das ist ganz toll. Mhm. Ich bin in der U-Bahn zurückgefahren und ich habe die Fans gesehen, die waren sowas von traurig und keiner hat miteinander geredet. Und ich finde, auch in der Trauer muss man reden miteinander. Die waren aber sowas von erstarrt. Ich glaube, das muss man lernen. Und wenn man als Leistungssportler ja wirklich unterrichtet wird, damit umzugehen, dass man ein Ziel nicht erreicht und weiß, dass es dazugehört, fällt man nicht so weit runter. Mhm. Und ich glaube, das war auch die Schwierigkeit. Die waren alle so auf Sieg programmiert und plötzlich das Gegenteil. Und das glaube ich, war auch beim Elfmeterschießen das Entscheidende, dass sie unbedingt das Ziel erreichen wollten. Man weiß aber, ich coach ja auch Ziel, also Sportler, Leistungssportler, und man bringt immer dem Leistungssportler bei, nicht zielorientiert, sondern prozessorientiert zu sein. Was heißt prozessorientiert? Ja. Ich gehe zum Elfmeterpunkt und ich bin, wie Sie vorhin sagten, in dem Tunnel und ich weiß ganz genau, wie ich schieße und dass ich das kann. Und jetzt kommt es, ich habe, und das wird nicht gemacht, meiner Ansicht nach, ich habe unter äußerstem Stress immer Elfmeterschießen geübt. Jeder kann einen Elfmeter schießen, Sie haben es nicht so häufig gemacht, haben es auch geschafft, aber ich bin der Meinung, das macht man bei Golfspielern auch, dass man die Stressstabilität stärkt, nicht das Elfmeterschießen. Man muss also zum Beispiel, wenn der Schweinsteiger anläuft, dann müsste man ihm sagen, ey du Pfeife, du schaffst es sowieso nicht, müsstest ihm Stress machen. Wenn du vorbeischießt, musst du ein Lied singen und einen Rock dabei anziehen. Also, ja, also furchtbare, peinliche Sachen. Das müssen sie jahrelang üben. Dass sie nicht Elfmeterschießen üben, sondern dass sie üben, mit dem Stress umzugehen. Okay. Die können ja alle Elfmeterschießen. Gut, ich nehme an, Sie haben es auch ohne Rock im Dreh. Ich habe ja getroffen. Also. Jetzt war es ja am Wochenende so, die Spieler waren ja auch alle total geknickt und mussten dann noch zum offiziellen Bankett des Vereins. War das bei euch damals auch so, 99? Ja. Auch noch. Ja, das ist ja gang und gäbe. Und das ist? Das ist eine Einrichtung. Das ist dann in dem Moment Höchststrafe, oder? Das ist doch klar. Also du willst ja als Spieler dann eigentlich nur noch nach Hause und willst allein sein. Aber 99 war wirklich kurios, jeder arbeitet das ja anders auf. Ich war irgendwo in einem Nebenraum, aber anscheinend gab es da die größte Party, die der FC Bayern je erlebt hat. Also jeder lässt ja die Gefühle dann irgendwo anders raus und den Druck irgendwo anders raus. Ich habe vor 2 Jahren das miterlebt in Madrid und da war eine ganz komische Stimmung auch auf dem Bankett. Das Spiel ging 2-0 aus, Kalle Rummenigge hält die Rede und möchte eigentlich schon wieder in die Zukunft blicken, so nach dem Motto, ja, erinnert euch an 99 und jetzt gehen wir positiv und wir schaffen das. Und dann war eigentlich so die Stimmung schon wieder so ein bisschen Richtung hoch und dann kommt der Louis van Gaal auf die Bühne, ja, und hält eine Rede, 30 Minuten später. Und danach war der Seil tot. Ich glaube, die Leute sind nach Hause gegangen, weil er natürlich auch darauf hingewiesen hat, so eine Champions League gewinnst du vielleicht einmal oder in so einem Finale kommst du vielleicht einmal. Und damit hat er eigentlich das Licht ausgemacht. Ne? Das war ganz komisch. Aber jetzt gab es ja doch wieder die Chance auch und der Philipp hat das vorhin gesagt, die Mannschaft ist in einem Alter, dass sie das auch wieder erreichen kann. Es gibt halt leider kein Endspiel mehr in München, aber die Chance in so ein Finale zu kommen, die lebt ja. Ich weiß übrigens, warum die Jungs diesmal jetzt keine Party gemacht haben, anders als ihr damals, weil die haben natürlich keinen Mario Basler dabei gehabt. Ja? Das ist natürlich, weiß ich nicht. Doch, ich habe gehört, der Mario hat damals richtig... Ja, ich habe ja gesagt, ich war gar nicht dabei, ich habe es nicht miterlebt. Ist. 2001 habt ihr ja, Sie haben das gerade so wunderbar beschrieben, man hat sich zusammengeschworen, man hat gesagt, diese Schmach von Barcelona, das tilgen wir, das kriegen wir hin. Und 2001 habt ihr das dann endlich gehabt. Oliver Kahn hat 3 Elfmeter gehalten in diesem Finale, war ja bis dahin auch nicht gerade als Elferkiller bekannt. Und jetzt gibt es eine kleine Lücke in der Fußballgeschichtsschreibung. Und zwar... es ist nicht ganz zweifelsfrei geklärt, wo der Pott die Nacht verbracht hat, der Champions-League-Pokal. Können Sie helfen?
Naja, ich bin ja für meine Zweikampfstärke bekannt und ich glaube, in der Früh um 7:30 war es, dann musste ich den letzten Zweikampf bestreiten mit dem Effe und ich habe dann gewonnen. Mich würde noch interessieren, wenn Sie jetzt gerade diese Konstellation so schön geschildert haben. 99, dann der Schwur, 2 Jahre später hat es geklappt. Was muss denn jetzt innerhalb der aktuellen Mannschaft passieren? Was muss man tun, um vielleicht eine ähnliche Konstellation herzustellen, zu sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir es im eigenen Stadion nicht packen, obwohl wir hausauf überlegen sind. Das müssen wir wieder gut machen. Die Scharte müssen wir auswetzen. Da ist guter Rat teuer. Also jetzt wurden ja 2 Finals hintereinander verloren und die Situation ist natürlich schon schwierig. Ich glaube, die Spieler, die jetzt in den Urlaub gehen, haben massiv ein Problem, das Ganze aufzuarbeiten. Da fällt man schon erstmal in ein Riesenloch. Die Spieler, die zur Europameisterschaft gehen, haben noch ein Ziel vor Augen. Die kommen dann wahrscheinlich schneller erstmal aus dem Tal der Tränen. Mhm. Wobei die Gefahr groß ist, dass man danach wieder reinfällt. Bei uns, wir haben uns das nicht gesagt. Dieser Geist ist entstanden in der Kabine und man hat den gespürt bei jedem Champions-League-Spiel. Und ich glaube, die Chance hat diese Mannschaft auch. Würden Sie eigentlich im Nachhinein sagen, ich habe ja Ihre Erfolgsliste vorhin schon mal runtergelesen, das war ja trotzdem Ihr größter Erfolg 2001, die Champions League gewonnen zu haben? Ja, absolut. Und es war auch, glaube ich, so ein bisschen lebensnotwendig, weil nach so einem Drama, wenn du danach aufhören musst, Fußball zu spielen, ja, dann verfolgt dich das dein ganzes Leben. Weil so ein Spiel gibt es nie wieder wie 99. Gott sei Dank, muss man sagen, ja. Das will man ja eigentlich auch niemandem antun. Haben Sie eigentlich seit 2001 ein besonderes Gefühl für Oliver Kahn? Das schon fast ins Romantische hineintendiert. Warum? Naja, 3 Elfmeter gehalten, hat euch den Titel. Ja, aber der steht doch nicht umsonst im Tor. Wir haben uns erlaubt, noch mal ein paar wunderbare Bilder auszugraben. Und zwar, es tut mir leid, liebe Bayern-Spieler, das müsst ihr jetzt einfach ertragen. Aber das hätte es werden können, dieser Empfang im Rathaus. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Trainer damals, Ottmar Hitzfeld, Meisterschale und den großen Pott? Nicht mehr wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon wieder nüchtern war. Also, kann ich nicht sagen. Wir machen eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer, nur einen Spot und dann wenden wir uns nicht nur der Gegenwart, sondern vor allem auch der Zukunft zu, zum Beispiel dem großen Zweikampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern, der Kampf um die Nummer 1 im deutschen Fußball. In 30 Sekunden nach nur einem Spot geht's weiter.